freie Fernsehsender FS1 und Triple TV präsentieren demnächst auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatzel. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 vom 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Ja, Bewusstsein im Leben oder speziell für mich war es immer ausschlaggebend, Bewusstsein zu entwickeln und den Bereich von ich glaube, ich bin mir bewusst in das Wissen, ich weiß, dass ich mir bewusst bin, zu verlassen und einzutreten. Und oftmals ist es ja so, dass gerade in unserem Bildungssystem werden Thematiken oder ganz wichtige und spannende Themen wie Chemie, Physik so langweilig erklärt, dass es niemanden interessiert. Und ich wäre froh gewesen, hätte ich damals jemanden gehabt, der auf eine spielerische, sehr sympathische und fröhliche Art mir das eine oder andere nahegebracht hätte. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, unseren nächsten Referenten ankündigen zu dürfen. Vom Urknall bis zur Seifenblase, ein sehr, sehr spannendes Thema. Begrüßt mit mir hier auf der Bühne der singende Wissenschaftler Andreas Körber. Viel Spaß mit Andreas Körber. Dankeschön. Dankeschön. Genau, es ist auch schon alles da. Anfangen. Ich gehe ein bisschen zurück wegen Rückkopplung. Ich habe eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation vorbereitet, aber nachdem mein Laptop hier gar nicht kompatibel ist, muss ich einfach jetzt improvisieren. Aber das mache ich sowieso am liebsten, weil dann kann man nämlich auch die Kunst neu entdecken in sich. Ja? Was kann man denn aus einer Situation rausholen, wenn die so nicht geht, wie man die geplant hat? Von daher würde ich jetzt einfach erstmal ein bisschen improvisieren. Hallo erstmal, mein Name ist Andreas Körber. Und hallo erstmal, Andreas Körber. Klingt zwar komisch, ist aber so. Also Andreas Körber schwingt 136 Hertz, so wie das große Portal, das Herzchakra, sagt man auch Erdjahreston zu. Ja, das ist der. Dass die Erde, also Mutter Erde, um Vater Sonne herum, der Zyklus, einmal rum. 365,2422 Tage und das als Frequenz ausgedrückt ist 136 Hertz. Türkis, so wie mein Hemd. Und dem gegenüber, Goethes Farbkreis ist ja richtig, das Komplementär, genau 180 Grad gegenüber. Also Goethes Farbkreis kennt ihr vielleicht, das ist ein Stück aus dem Regenbogen, wie heißt das mal so? Farblichtspektrum der Sonne und das dann ein bisschen in die Länge gestreckt und zum Kreis zusammengebogen. Und oben treffen sich dann das äußere infrarote Lichtspektrum, also was nicht mehr sichtbar ist, und auf der anderen Seite das Violett. Das geht von Rot, Orange, Gelb, Lemon Green, Grün, Türkis, Hellblau, Indigo-Blau, Violett und darüber noch Magenta. Und dieses äußere ultraviolette Licht, was wir nicht mehr sehen können, Magenta gibt es nicht in Regenbogen als Farbe. Ja? Das ist einfach, das ergibt sich, wenn man ganz links außen infrarot, unsichtbares Infrarot und links außen unsichtbares Ultraviolett oben übereinander legt. Das ist der Übergang von Violett zu Rot. So, und das ist das Komplementär von Türkis. Also Herzchakra, Andreas Körber, 136 Hertz. Erdjahreston, ja, das große Portal, Andreas Körber. Und das Komplementär dazu ist eben dieses Rot, was ich als Anzug trage. Deswegen trage ich auch nur diesen Anzug, sonst wäre mir das viel zu heiß. Aber ich will euch ja was damit demonstrieren. Ja? Und hier drin habe ich dann auch noch mal ein bisschen Türkis. Natürlich auch hier in der Hose. Und ich habe das Ganze auch noch andersrum. Warum ist Komplementärfarbe so wichtig? Weil das Rot bislang meine Schattenseite war. Also nicht nur bei mir. Bei allen, ja. Mein Thema ist ja Wortkraftschwingung. Das heißt, wie ich heiße, so bin ich. Nomen est omen.
Name ist Programm. Wenn ich also Andreas Körber heiße und ich habe eine Software entwickelt vor 7-8 Jahren, der heißt Wortkraftschwingung, dann kann man da seinen Namen eingeben oder seine Diagnose oder seinen Gemütszustand, ja, in einem Satz, in einer Affirmation, in einem Mantra. Manchmal beten wir ja auch Mantren runter, die sind Muster, ja, konditionierte Muster. Die sprechen wir dann immer so. Mein Vater zum Beispiel, der hat immer gesagt, wenn er irgendwas ganz begeisterungswürdig fand, hat er mir gesagt, Satan, nee, du. Ja, Norddeutschland, das ist ein bisschen anderer Slang da oben. Also der hat dann immer so seiner Begeisterung Ausdruck verliehen. Ja? Andere würden sagen, boah, was sagt der denn ja für heftige Sachen. Aber es war seine Art der Begeisterung. Und das Gefühl kam auch rüber. Ja? Ich sage auch immer, Worte haben gar keine dogmatische Bedeutung. Das geht nämlich auch gar nicht, weil Worte kommen immer gepaart mit unseren Assoziationen oder mit unseren Konditionierungen daher. Für meinen mein Sohn ist jetzt 19 gerade geworden, aber als er 8 war, sind wir mal in der Ostsee gewesen und da hat er einen Krebs da unten langlaufen sehen. Ja? Und dann ist er da hingegangen und hat der Krebs auch noch reagiert. Er hat sich auch um sein war, mit seinen beiden Zangen ihm entgegengestellt. Ja? Ganz aggressiv, richtig. Ne? War mein Sohn total gestaunt mit seinen 8 Jahren. Wow, der meint mich. Dieses kleine Tier, der meint mich. Ja? Und wenn jemand vom Arzt kommt und der Arzt sagt, Krebs, dann ist das ein ganz anderes Gefühl als dieses Tier dort. Und wenn ich als Steinbock Krebs im Aszendenten habe, dann ist das für mich wohltuend, dann macht mich das etwas im Wasserzeichen weicher. Ja? Nicht immer so mit den Hörnern, immer ganz nach oben und immer durch die Wand und so, sondern es macht mich weicher. Und dann ist das Tierkreiszeichen in der Astrologie Krebs auch wieder was ganz anderes. Das Wort Krebs hat gar keine eigene Bedeutung, außer die, die wir dazu fühlen und die wir gelernt haben, wie wir sozialisiert sind. Ja, Wachstum, ja, ist für einen Bio-Bauern oder für einen Botaniker super. Ja, im Zinssystem, das Geldschöpfungssystem ist das scheiße, ja. Das macht alles kaputt. Das macht die große Blase am Ende platzt, alles geplant. Ja. Aber Wachstum an sich, ich brauchte Wachstum, damit ich überhaupt hier so stehen kann. Ja, mit so ein kleiner Pünkt hätte ich die Gitarre wahrscheinlich gar nicht halten können. Ja. Da ist Wachstum wichtig gewesen. Also, wenn ich meine Software, Wortkraftschwingung, das Wort Wachstum eingebe, dann kommt eine Frequenz raus. Und darunter gibt es links eine Spalte. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerne mal zeigen kann. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen improvisieren. Ich bin schon so schnell drin im Thema hier. Durch die Boxen, keine Ahnung, wie sie herkommt, ist ja auch egal. Denn eine Zirbeldrüse in meinem Gehirn schlägt eigene Kapriolen im Ton von der Schwingung. Von Gold.
Jetzt ist echt nicht mehr improvisiert. Und da fällt mir gerade ein, ein Song über die Wortkraft schwingen. Die Wortkraft schwingen. Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Die Felder sind frei. Flop. Flop, das heißt Stopp. Nur noch einen Hopp. Dann scheint es vorbei. Ob du richtig liebst oder nicht, das sagt dir gleich das Licht. Ob er leuchtet oder nicht, er klingt im Eigenlicht, im Eigenlicht. Ja, in der Liebe deine Wortkraft schwingen. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schätzen deine Welt, ob du es magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schätzen deine Welt, ob du es magst oder nicht. Deines Geistes heller leuchtet zu sehen, als deine Liebe schwingen als Bedingung. Deine Wortkraft schwingen. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst. Denn sie schätzen deine Welt, ob du es magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst. Denn sie schätzen deine Welt, ob du es magst oder nicht. Ob du das siehst oder nicht. Weißt oder nicht, ob du drauf scheißt oder nicht, ob dir das schmeckt oder nicht, ob du das siehst oder nicht. Warum hör auf deine Worte, die du sagst und sprichst.
denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Dankeschön. Ich lasse die Gitarre mal um, weil die brauche ich wahrscheinlich zwischendurch gleich mal. So. Das ist natürlich jetzt eine komische Auflösung, aber ich glaube, das kann man das sehen. Ich wollte mal den Namen Nunda. Entschuldigung, wie hieß der Name noch? Matthias und Nunda? Nandu. Das habe ich schon ein bisschen beeindruckt, was du erzählt hast. Und deswegen würde ich das gerne mal hier in die Software eingeben, deinen Namen, wenn ich darf. Nandu. Nandu. Moringa. Nandu Moringa. Nandu Moringa. War richtig, oder? Nandu Moringa war richtig. Gut. Ich habe es jetzt mal eingegeben. Da kommt oben rechts, ich weiß nicht, wie gut man sehen kann, da kommt 131 Hertz bei raus. Da oben rechts sieht man das. Und dann sind da alle Worte, lese ich mal unten vor, die in derselben Frequenz wie dein Name schwingen. Ja? Die Farbe kann ich dir gleich schon mal sagen, das ist ein Knallgrün. Und das klingt so als Ton. Ob das so gut abgebildet hat, weiß ich nicht, aber es ist richtig knallgrün, also wie eine Wiese draußen, ja? Wie das Photon. Und die Worte, die da drunter stehen, die ich irgendwann mal eingegeben habe oder einer meiner Teilnehmer oder User der Software, sind die Worte Abarianta Ke Sarai. Jetzt fragt mich bitte keiner, was das bedeutet, Abarianta Ke Sarai. Das habe ich mal irgendwann als Zungengebet ständig als Silben auf meinen Lippen gehabt und es tat mir gut, ja, zur Selbstauferbauung, so wie es auch in der Bibel im Neuen Testament öfter drin steht. Dann steht da das Wort Ausbeutung, dann stehen die Worte Bäume sind Leben, Beständigkeit, Carl Edward Sagan, das war derjenige, der sich mit der UFO-Thematik beschäftigt hat, nachdem der Film The Contact mit Jodie Foster gedreht wurde. Ja, Carl Edward Sagan wird am Ende auch bedankt dafür. Eigene Kraft haben, es ist Begabung, Father's Son, also Vaters Sonne oder Vaters Sohn, ja, je nachdem, wie man es empfindet. Und dann noch so schöne Worte wie fröhlich sein, ich trinke Kaffee, in Bezug zu Intonation, Intuition, Calcium-Ion, Kerzenlicht, Kohlenstoff, lass nicht nach, steht da noch, Po-Onam Sink und Ruach Ha-Koidesh, Sat-Chit Ananda, Siberian Hills oder Health, Sphärenklang, und am Ende noch Vereinigung. Und die Worte, die jetzt da eben in derselben Frequenz klingen und als Farbe auch abgebildet werden können mit der Software, die können auch heilen und reharmonisieren. Das heißt, angenommen, du hättest mit deinem Namen Probleme, ja, was wir ja vorhin gehört haben, dass das ja ganz andersrum ist, aber wenn du dich mal in deiner Haut mit dem Namen nicht so wohl fühlst, dann kannst du die Komplementärfarbe drücken und den Ton dazu anmachen und das sieht dann ungefähr so aus. Und hört sich so an. Das ist ein Rot-Orange. Oh, ja. Man kann es eigentlich vergessen mit dem Beamer. Ja. Also ich lasse das jetzt mal mit dem Beamer, weil das ist Stress auch für mich. nur zu dem Thema, wie kommt Namen zu Frequenz.
Wir kommen da und zu fahren. Wir müssen hier weiter zurück, koppelt. Wenn wir das hebräische Alphabet mal angucken, dann gibt es die Numerologie oder die Zahlenmagie, die Kabbala. Ja? Da hat schon jeder Buchstabe eine Zahl gehabt. Das war ein bisschen kompliziert, da habe ich mich mal selbst lange dahinter sich mit beschäftigt, so zwischen 18 und 24, also vor der Hälfte meines Lebens ungefähr. Und dann ist es soweit gewesen, da wollte ich es halt nicht mehr, weil das zu spooky wurde, zu magisch. Ich konnte nämlich Eigenschaften oder Datum Menschen sagen, nur weil ich ihren Namen wusste und ihr Geburtsdatum, konnte ich ihnen sagen, weil ich im Kopf sehr gut rechnen kann, ja, in Mathe hatte ich immer eine 1, das ist auch meine Forschung, hat viel mit Mathematik, Musik und Tönen und Sequenzen zu tun. Habe ich mir es einfach gemacht. Ganz einfach. So wie Kinder das machen würden. Ich kann mich erinnern noch an meine Kindheit, wo ich in der Schule das erste Mal mit dem ABC und den Zahlen konfrontiert wurde. Eine Schule hatte nicht so viel Interesse, das war mir alles so komisch, so spooky. Die wollten mich immer irgendwie, dass ich dann irgendwie aufmerksam bin da vorne. Wenn diese Osterhasenpädagogik kennt ihr ja sicherlich alle. Der Lehrer versteckt das Wissen und die Kinder müssen es finden. Und wenn sie es gut gefunden haben, kriegen sie sogar eine gute Zensur. Aber das ist ja alles nicht so richtig prall. Ja. Ich war dann immer ein bisschen am Träumen in der Schule und war so ein bisschen abwesend. Und dann habe ich aber auch mal die Buchstaben A bis Z nebeneinander geschrieben und dann unter die numerische Reihenfolge einfach von 1 bis 26. Und ungefähr 34 Jahre später ist mir das wieder eingefallen als die einfachste Lösung, wie man das Buchstabensystem mit Zahlen und Frequenzen in Verbindung bringen kann. Und nachdem ich 8 College-Blöcke an 2 Dinger vorne und hinten aufgeschrieben habe, die ganzen Worte, ja, zum Beispiel habe ich das Wort Gott aufgeschrieben, da kam 62 bei raus, ja, ist jetzt alles in der Software drin, aber dann habe ich 3 Tage in allen College-Blöcken gesucht, da war noch ein Wort, was auch 62 hatte, was so wichtig war. Also ich konnte mir nicht merken, deswegen habe ich auch eine Software entwickelt. Das war Gott, also Gott und Mensch. Gott schwingt mit 62 Hertz, Mensch schwingt auch mit 62 Hertz. Andreas schwingt auch mit 62 Hertz. Das Leben schwingt auch mit 62 Hertz. Diamant, Essen, Geruch, Riechen. So viele Worte, wo auf einmal Bezüge zu da sind, nur weil sie von dieser schlichten, kindlichen Art, die ich damals da reingebracht habe, auf einmal zu sinnhaften Bezügen wurden. Das ging ja so weit, dass ich auch so Worte wie das Wort Frequenz, wo ich am meisten dran forsche, ins Wort angegeben habe, da kam 112 Hertz raus. Ja. Frequenz 112. Resonanz, das Wort, auch 112. Dann das Wort Rhythmik, auch 112. Rotation, 112. Kopplung, 112. Kalibration, 112. Anpassung, 112. Pikometer, 112. Hat alles was mit Frequenz und Materie zu tun. Waren alle im 112. Wort. Ja, so bei diesen Zufällen konnte ich da wirklich nicht mehr von Willkür oder Zufall sprechen, weil diese Worte hätten auch alle aus einem Buch von Nikola Tesla stammen können. Aus einem Buch, ja. Alle aus einem Buch, der sich mit Frequenzen beschäftigt und Rhythmik und Dynamik und Licht und Wellenlänge und diesen ganzen Dingen. So, und als ich dann auch gefunden habe, dass das alles auch noch in Richtung Heilung geht, weil da bin ich eigentlich erst gestartet damit. Ich habe früher nur mit Gitarre, Stimme und Worten geheilt, also Selbstheilung mit anresoniert. Ja? Ich bin kein Freund von dem Wort Heilung, dass irgendwer irgendwen heilt. Ich sage lieber, es ist eine Art Resonanzeffekt, wo die Selbstheilungskräfte wieder in Gang kommen. Ja? Die Software arbeitet auch nicht damit, dass sie Krankheit bekämpft. Ärzte haben früher den Patienten gefragt, was fehlt ihnen denn? Oder beziehungsweise, das wäre schön gewesen, wenn sie fragen würden, oder gefragt hätten, was fehlt ihnen denn? Ja, früher war das auch so. Aber heute fragen die Ärzte, was haben sie denn?
oh ja, ich habe wirklich ein Problem, ja. Hier zwackt und hier hinten drückt es manchmal und außerdem habe ich einen Magen so. Ja, dann wird immer gleich der Fokus aufs Problem gelegt. Viel besser ist es, zu fragen, was fehlt denn? Weil die Krankheit oder das Symptom, ich sage auch, dass die Diagnosen keine Krankheit sind. Ja? Bitte schmeißt das raus aus eurem Gedankenmuster. So, Diagnosen sind keine Krankheiten, sondern Symptombeschreibungen von beobachteten Dingen. Und dann kommt hinten dran ein ICD-Schlüssel, in Deutschland ist das so, ein ICD-Schlüssel für die Krankenkassen zur Abrechnung, ja? Damit die Millionen immer hin und her geschoben werden. Ja, für eine Chemotherapie, glaube ich, gibt es mittlerweile in Amerika, kannst du für 380.000 auf eine Chemotherapie. Und das wird über ECD-Schlüssel abgewickelt, wenn die Diagnose gestellt ist. Ja? Das heißt, ganz irre, das ist ein ganz neues Wirtschaftssystem. Sie laufen das jetzt gerade, kann es sein? Oder das koppelt sehr stark. Krankheiten sind Folgen von Folgen von Folgen von einer ersten Störung, die vielleicht wenige Sekunden gedauert hat. Ja, irgendwas ist dazugekommen in mein System, was mich aus der Bahn geworfen hat, aus der optimalen Eigenschwingung. Und danach kann manchmal über viele Monate oder Jahre sogar die fühlbare Symptomatik ausbleiben. Aber die Störung war gesetzt in wenigen Sekunden. Und ich sage, die Heilung geht genauso schnell. Seit 10 Jahren forsche ich nun an dieser Geschichte und habe diese Software vor 4 Jahren rausgebracht, weil ich als 13 Jahre lang in einem Krankenhaus als Krankenpfleger gearbeitet habe, auf der inneren Medizin und dort nun mal nicht heilen durfte. Ja? Also, ihr wisst schon, was ich mache, Selbstheilung an Schienen. Warum? Weil das der Funktionspflege ist. Ja, in Krankendeutschland, bei uns in Norddeutschland, in Bremen, da musst du zusehen, dass du alle Zimmer, alles, was gerade zur Funktion gehört, einmal durchmachst. Ne? Da schaffst du durch und hast keine Zeit, wenn mein Patient weint, weil seine Tochter ihn gar nicht besucht, obwohl er jetzt schon so 2 Wochen im Krankenhaus liegt und er hat auch wahrscheinlich nicht mehr lange. Ja, da kommen große Dramen, also menschliche Dramen zustande. Und wenn du dann nicht mal dort mal dich 10 Minuten wenigstens mal hinsetzen kannst, weil du das Mittagessen und du bist nur zu zweit auf Station und du musst durchrasten, ja, das geht alles eigentlich gar nicht. Das ist zutiefst unmenschlich, so habe ich das damals für mich jedenfalls erzogen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss da raus. Weil parallel dazu habe ich Heilungsgottesdienste in meiner damaligen Gemeinde angeboten. Ja. Haben wir mit der 12-köpfigen Band Musik gemacht, einmal im Monat, Samstag. Da kamen 150 Leute und viele davon wurden geheilt, auch von unheilbaren Krankheiten. Ja? Also was ist das schon? Ja? Und was ist eine unheilbare Krankheit? Wenn eine Störung reingekommen ist, braucht es, dann nützt es nichts, die Störung oder die Krankheit oder das Symptom zu kämpfen. Sondern dieses Unwohlsein, diese Krankheit, die ist wie sowas hier. Ja? Und was es aber braucht, ist das, was dazwischen fehlt, damit es wieder ganz wird. Damit es wieder was Ganzheitliches wird. Das Problem gekämpft macht keinen Sinn. Lieber das dazu holen, was noch fehlt, damit es wieder ganz ist. Krankheiten muss man nicht bekämpfen, das ist auch eine schlechte Angewohnheit. Ne? Wir sollten lieber, wenn wir Krankheit fühlen, sollten wir das fühlen dürfen. Mit all seinen Facetten. Ja? Und das ist der Ton wieder da. In meiner Software habe ich das so gelöst. Ich habe einen Button zum Sound abspielen, des Wortes, des Namens, der Diagnose, der Affirmation oder des Mantras oder des Gebetes. Und wenn das, was ich da reingebe, zum Beispiel Magendruck oder Kopfschmerzen oder Lymphdrainage oder eine COPD, ja, ein komisch obstruktives Lungendefizit, wenn ich das da eingebe, dann zählt nur, was ich da fühle. Kann ich jetzt eingeben und denken, super Sternzeichen. Ja? Und dann, wenn die andere Person Case angeht, die gerade vom Arzt gesagt bekommen hat,
du möchtest bitte jetzt nach Hause gehen, gleich erstmal einschalten und dort noch ein Jahr zu leben, dann ist das ein ganz furchtbares Wort. Aber dieses Gefühl darf bleiben, wenn man es hier angibt. Und dann drückt man auf Renalisieren. Und dann kriegt man eine Komplementärfarbe des Tones, des Wortes dieser Krankheit, wie ich sie benannt habe. Ich habe einen Fall mal gehabt, da hat jemand seit 10 Jahren auch schon Rückenprobleme gehabt. Ganz extrem. Skoliose heißt so eine Schlangenwirbelsäule. Nicht gerade, sondern so verbogen, ein bisschen verschoben. Ja. Hat er eben gehabt, ist auch über 1,90 groß und muss Möbel schleppen, tolle Möbel, wo er immer mit dabei sein muss, weil er der Chef ist, als der diese Individualmöbel verkauft und macht sich dann immer kaputt, oder? Aber die Ärzte können ihm nicht helfen. Und dann hat er die Angst gehabt mit meiner Software, mitten in seinem Laden, wo er nicht mehr stehen konnte, der hat schon gedacht, teilweise er kommt im Rollstuhl, das macht er nicht mehr lange, weil irgendwann geht das gar nicht mehr. Ja? Weil er Schmerzen hat bis zum Anschlag. Von 1 bis 10, da auf der Skala hatte der immer auf 9. Ja? Das war für ihn kaum aushaltbar. Und dann hat er sich mit der, Software auf seinen Bauch gelegt, also so ein Laptop hier auf den Bauch gelegt, Kopfhörer aufgesetzt. Der Kopfhörer ja, muss halt Ohrmuschel umschließend sein und bitteschön auch geschlossen, weil sonst Geräusche von außen reinkommen. Aber wir haben links und rechts eine Sequenz, das ist ein Ton, die Realisierungsfrequenz von dem Wort, was ich eingegeben habe, was mir sozusagen mein Unwohlsein, meine Tappe beschreibt, sodass ich es auch fühlen kann. Aber dann fühle ich es auch mit der Augen. Ja? Und tue ich so, als wäre es als hatte Bild. Und dann drücke ich auf 240 Sekunden, gucke in den Bildschirm rein, in einen abgedunkelten Raum, habe den Kopfhörer auf. So, er hat das mit dem Rücken gemacht. Er hat schon mal Bandscheibenvorfall eingegeben oder Rückenmarksverletzung oder Skoliose, der hat schon ein paar Sachen probiert gehabt. Das funktioniert alles nicht. Dann lag er auf dem Rücken in seinem Verkaufsraum, 1 Stunde vor Feierabend, und hat so Schmerzen, dass er nicht mehr sitzen, liegen, sonst was konnte. Und dann war es ihm scheißegal, was die Gäste, was die Leute dachten, die da rumliefen in seinem Öl-Center. Und hat das auf dem Computer aufgelegt und hat eingegeben, so was sie wegmachen, das Mikro, dann hat er das wütend eingegeben. Scheißrücken! Er hatte so einen Hass, diesen Scheißrücken, ja? Das war ein Gefühl, das war echt. Das war wirklich dabei. 256 Sekunden gedrückt, angeguckt, dann hat er das Gefühl gehabt, wie bei den Homöopathen kennt er das, dieses Thema mit der Erdverschlimmerung, ja, wenn Heilung anbricht, dann fängt es an zu jucken oder zu weh oder zu noch mehr weh, aber das ist dann kurz vorm Ende, dann ist gar nicht danach. Das ging dann bis auf Skala 10 hoch, da geht dann ins Sterben. Und dann konnte er einen Jugendtag zugucken, bis 18 Uhr Feierabend war. Gegen Schmerzen, Schritt für Schritt, runter, bis er keine mehr hatte. Und das ist bis heute geblieben. Über 2,5 Jahre schon. Das ist nur ein so ein Beispiel, dass es nicht immer die Diagnose ist. Also nicht das Wort, was die Schulmedizin sagt, was es ist. Ja? Sondern es ist manchmal einfach mein Gefühl. Mein Gefühl, wie ich das ausdrücke. Ja? Wenn jemand einen scheiß Krebs hat, und das auch so fühlt, kann er das hier auch so eingehen. Und wer denkt, dass Frequenzen oder Farben eigentlich nichts mit Buchstaben oder Worten zu tun hat, der kann sich gerne mal ein paar Videos von mir bei YouTube angucken. Da erkläre ich das alles ein bisschen ausführlicher. Ich mache ja auch so Basiswochenenden von Freitag bis Sonntag. Meistens in Bremen, aber auch in Österreich. In Österreich habe ich schon in den letzten Monaten mehr Leute angefragt. Vielleicht können wir hier mal so was starten, so ein Wochenende. Buchstaben und Worte sind das stärkste Schöpferpotenzial. Das heißt nicht umsonst, und nicht nur in der Bibel, ja? Also in Johannes Evangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott selbst war das Wort. Ja, Gott war das Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott selbst war das Wort, und nichts ist geworden, als außer durch das Wort allein.
Ja, das ist jetzt eine alte Luther-Übersetzung, aber das so steht es in der Welt. Und es wurde Mensch, es wurde Fleisch und lebte und wandelte mit unter ihm. Ja? Heute sind wir das. Also der Christus ist nicht mehr suchen irgendwo außen, sondern der ist hier drin. Ja, hier in unserem Herzen. Ganz tief drin. Man weiß mittlerweile sogar, dass das hört sich jetzt fast an, als wäre die Predigt halt oder so, aber das ist ja auch nicht schön, kann man ja mal machen. das haben wir mit Ultraschall ausgefunden. Ihr kennt diese Ultraschallgeräte im Krankenhaus, wo man schwangere, also man sieht, was ein Mädchen und Weibchen ist, was das Herz auch ordentlich schlägt und so. Ja, aber es gibt wirklich tolle Ultraschallgeräte, die ganz, ganz, ganz fein auflösen. Und jeder Herzchirurg weiß von einem Hotspot, einen heißen Punkt, der bis zu 3000 Grad heiß sein soll, im Herzen. Und jeder Herzchirurg weiß auch, dass er da niemals mit dem Skalpell oder irgendwas ankommen darf. Da kann sofort Schluss sein. Ja. Da hört das Herz sofort auf und lässt sich auch nicht mehr wieder leben. Weil dieser Hotspot, da hat man per Ultraschall ein kleines Mandal drin entdeckt. Mit Kopf, Rumpf, zwei Gliedmaßen oben, zwei Gliedmaßen unten, wie ein Mensch. Und als ich das gelesen und gesehen habe und mitgekriegt habe, da habe ich mich erinnert an ein Gebet, was meine Tante Else, von der ich jetzt gerade profitiere, weil sie nicht gestorben ist. Also es ist jetzt, sie war bereit dafür, für sie war es nicht so schlimm, ja. Aber die haben auch was hinterlassen, ja. Und dann ging es mir in einer engen Phase auf einmal wieder besser, weil die wieder da war. Die hat zu mir, das war das einzige Gebet, das ich mich erinnern kann in meiner Kindheit, dass das mal jemand mit mir gebetet hat. Das hieß, ich bin klein, mein Herz ist rein. Und drin wohnen soll Jesus allein. Und es hört sich jetzt, also ich als Kind habe es nicht religiös verstanden, so muss man es mal so sagen. Ne? Es hat gar nichts mit Kirche zu tun oder irgendein Glauben oder so. Das hat was mit Christus zu tun. Und der lebt tatsächlich in dieser fünften Herzkammer, in diesem fünften Ventrikel, sogar per Ultraschall nachfrisst, hier in unserem Herzen. Und hat 3000 Grad Hitze. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Man denkt ja, wenn etwas 3000 Grad heiß ist, dann brennt es ja durch. Ja, dann kennen wir unser Herz noch nicht. Ja. Hier ist das Herz abgebildet. Das ist von 1848 von einem Edwin D. Babbitt. Edwin D. Babbitt hat das Bild gemalt und Alice, was ist ein bisschen bei der Box weg, Alice Besant und C.W. Leadbeater haben das Ganze dann erklärt und darüber gelehrt. Das ist aus dem Buch Okkulte Chemie, nicht kein Anzeichen vor dem Wort Kult, ja, das ist einfach nur verborgen oder geheim oder verdeckt, ja, nicht sichtbar. Jetzt wird alles sichtbar, das da wird in den nächsten 4 Jahren wahrscheinlich auch die ganze Physik, Chemie und alles, was wir so an Naturwissenschaften kennen, revolutionieren können, ja, das hat das Potenzial dazu, weil das ist für mich das Uratom. Ihr kennt alle die Blume des Lebens, draußen habe ich gerade so einen Mülleimer gesehen, ziemlich verrostet, da ist von allen 4 Seiten so eine eigene Schmiede-Eisenmaler-Arbeit, wo die Blume des Lebens reingestanzt war. Die Blume des Lebens ist simpel erklärt, das ist ein Uratom, und ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein Tube in der Mitte. Und das sind alles so Spirillen, da stehen Farben drauf, ja, Farben ganz exakt. Da steht es um Elektrizität, da geht es um Wärme und Thermik, um das gesamte Universum. Einschließlich Magnetismus, Vortex, hier oben einsaugend und elektrisch ausströmend, alles in Frequenzen genau berechnet, kann man hier dann nachher mal näher angucken, nach Pause machen oder so. Wenn man dieses Ding, ja, 18 Mal auf einen Durchmesser, auf einen Kreis, von oben sehen. Ja? Also man dreht das sozusagen nach vorne, ja? Das Ganze dreht so nach vorne und dann 18 Stück davon bilden ein Proton. Das kennt in der Wissenschaft keiner. Noch nicht. Ja? Viele erinnern sich wieder. Ja? Es war neulich jemand, der Christoph Pöth
bei dem Michael Vogt, Quelle-TV. Der hat 1:50 Minuten dort Interview gehabt, das war auch super, das habe ich auch wieder aufgefahren, hierher vom Regen aus. Gestern Nacht haben wir durchgefahren, mal angeguckt, viel Zeit, 10, 12 Stunden. Dieses Ding, 18 Stück davon, bin die Blume des Lebens. Der innerste Kreis, ihr erinnert euch vielleicht, die losgehen Blume des Lebens, in der Mitte ein Kreis mit einem Radius, ja, mit einem Zirkel. Und dann setzt man die Nadel des Zirkels dann oben auf den Kreis, also auf die Faserkerze sozusagen. Und da zieht man den Kreis nochmal. Dann haben wir zwei Schnittmengen, also den Kreis und den Kreis. Und genau auf die Schnittmenge kommt der nächste Punkt des Zirkels. Und dann wird wieder Kreis. Das sechste Mal, das außenrum auch nochmal. Und dann kommt man ganz schnell auf 18 Kreise. Und das nennen wir, oder in der Spiritualität sagt man dazu, die Blume des Lebens. Ist dann eigentlich das Brutale. Oder sowohl als auch, ja. Das ist die Blume des Lebens, weil die Blume schon da ist. Ja? Das Proton ist das einzige echte Materieteilchen, was nie zerfällt. Das war immer schon da und wird auch immer da sein. Das Proton ist sozusagen unzerfallbar. Hat eine Halbwertszeit von Chemie, wird auch von der Physik irgendwann mal bekommen, von 10 hoch 6 und 30, 10 hoch 33 Jahren. Ja. Das ist eine 1 mit 33 Nullen. Ja. So viele Jahre. Ihr wisst vielleicht, dass das ganze Universum angeblich 13,6 Milliarden Jahre ist. Das sind 13,6 mit 9 Nullen, aber nicht 33. Ja. Und dann hat aber auch der Christoph Tod, da gibt es eine neue Messung, den größten Radioteleskopen haben die gemacht. Ja. Aktuell übrigens jetzt gerade wieder am 5. vom 5. April bis zum Mitte Mai haben die alle großen Spiegelteleskope unserer Welt zusammengeschlossen, einschließlich das große, was auch in der Antarktis aufsteht. Antarktis, ja, steht auch im Spiegelteleskop, weil dort halt so wenig Lichtemissionen strahlen, also schön klappen dort in den Himmel hat. Ohne dass die Sicht durchs Teleskop verschmutzt wird von der Reflexion der elektrischen beleuchteten Schäfe. So, das hat man alles zusammengebündelt. Und jetzt habe ich gerade mal kurz ein paar. Hat man hier einen Faden für mich? Protons, das, genau. Genau, kriegt die Brücke, jetzt ist auch egal. das Proton ist 18 von diesen Uratomen. Das ist die Blume des Lebens. Und die Blume des Lebens ist auch die Merkabler. Das sind zwei Tetraeder, die ineinander geschoben sind. Tetraeder wisst ihr vielleicht noch, oben eine Ecke, hier eine Ecke, da eine Ecke und da eine Ecke. Ja? Also 4, 1, 2, 3 und um die Fläche 4 gleichschenkige und gleichseitige Dreiecke als geometrische Form. Davon zwei Stück, entgegengesetzt, 120 Grad verdreht, dann hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spitzen und vorne und hinten auch noch eine. Ja? Wie der Davidstern, nur die drei hinten, aber vorne und hinten auch noch. Man spricht auch eine Oktave. Hier vorne ist der erste Ton, dann hinten ist der achte. Der achte Ton ist immer doppelte Frequenz. Selber Ton, aber eben doppelte Frequenz, mal zwei Frequenz. Das steckt alles in der Merkabler drin. Und die zwei Zeitfaktoren, die wir seit 300.000 Jahren als zwei Zeitfaktoren gar nicht mehr kennen. Wir kennen die einzelne Sekunde, ja, alle Frequenzen werden in Form von Sekunden berechnet, alles schwingt immer in Hertz oder Terahertz oder Gigahertz pro Sekunde. Ja. Wer sich mit Sprachenlernen beschäftigt, sieht an dem Wort Sekunde, Moment, das kommt doch von Sekundär, zweitrangig, Sekunde, Moment, da muss doch was Erstes auch geben, ja? Und ich meine jetzt nicht die Prime, also schlicht die Prime. Viele Astrophysiker, mit denen ich in den letzten Jahren Kontakt hatte, die haben immer an der Primzahl rumgesucht, ja? Um etwas zu finden. Das ist gar nicht der Weg. Haben zum Glück auch alle dann nochmal verstanden. Der Weg ist, diese Sekunde durch 0,89 zu teilen. Wenn man das macht, auf dem Taschenrechner, dann landet man bei 1,12358
13, 21, 34 Stunden und sich das die Fibonacci-Zahlenreihe, nach der sich der Wirbel bildet. Und genau das steckt alles in der Blume drin, denn wer das sich nachher in der Manier angucken will, das hier sind nur Wirbel, ja? Sieben Seiten, die auch umwickelt sind, also sieben Strings, die umwickelt sind, hier oben von dunkelviolett über violett, über violett indigo, indigo, indigo blau, blau und blau-grün, das ist dann das Herzchakra. Und da unten, da gehen die Farben weiter mit komplementär. Von dunkelviolett auf lemongrün, weil die gehen nämlich hier hinten rum und kommen hier voll. Und weil sie sich anderthalb 1,4142 mal um den Kreis gedreht haben, haben sie ihre Wellenlänge verändert und sind dann eben Komplementärfarben, aber auch Komplementärtöne. Das alles sind Wirbel. Das U-Atom ist ein 1/18 des Protons. Und Proton zerfällt nicht. Ja? Proton ist das einzige schwarze Loch, was es wirklich gibt. Das einzige schwarze Loch, was es wirklich gibt, nur dass man es, da muss ich dem Christoph Pot total recht geben, nicht als Loch bezeichnen kann, sondern als Black Sphere oder schwarze Sphäre, schwarze Kugel. Ja? Das Proton ist eine schwarze Kugel und besteht aus 18 dieser U-Atome, angeordnet wie die Kugel des Lebens. Danke. Und dieses Proton übrigens schwingt in G. In diesem Ton, beziehungsweise auch in diesem. Moment, ich mache mal das Kapo hier an. In diesem G, in diesem G, aber das. Wieder los. Das G. Das G mit 192,03112 Hertz, also 192 für O, schlägt 18 Stück davon, was wir Protonen nennen. Kern des Wasserstoffatoms. Ja. Alle anderen Elemente sind. Ein bisschen aufpassen, ihr hört den. Alle anderen Elemente sind nur mehr Wasserstoffe zusammen. Ein Wasserstoff ist Wasserstoff. Ich sage deswegen auch nur noch Wasserstoff, dass alles aus Wasserstoff besteht, weil es, und dann sage ich eine harte Aussage, bitte steinigt mich nicht und steinigt auch nicht eure Professor, wie ihr kennt. Es gibt kein Elektron als Teilchen. Es erscheint uns nur so. Weil das Elektron, hört man ja schon, Elektron, von den drei Füße ausgehen, hier sind es drei Extra-Spiralen, erster Grad, zweiter Grad, dritter Grad, die gehen wir mal auch nochmal durch. Dieses Proton in G aus 18 dieser U-Atome hat ein Komplementär und das ist Cis. Cis ist 136 Hertz, mein Name, der ist aber auch die Skalarwelle. Und das Elektron ist kein Teilchen, sondern ein Phasenrätsel. Das heißt, elektrostatische Ladung haben wir im All, ja, 27,8 Billiarden Kilowattstunden pro Kubikmeter Raum an Raumenergie. Die ist da, überall, auch im Raum Millimeter, ja, oder Kubikmillimeter. Überall das gleiche Potenzial. Es gibt da vorne nicht weniger Energie als hier. Und im Vakuum gibt es nicht weniger Energie als im Beton. Das muss man verstehen. Die Energie, das Energielevel, das Potenzial ist überall dasselbe. Überall 27,8 Billiarden oder Billionen Kilowattstunden pro Kubik Dezimeter, Liter. Ja? Das bleibt immer gleich, überall gleich. Und das elektrostatische Feld, das erzeugt eine Phasengrenze wie eine Seifenblase vom Kern, ich habe mal hier diesen Fußball mitgebracht, vom Kern des
Wasserstoffatoms. Das ist jetzt mal ein Proton aufgeblasen, ja. Die Phasengrenze von dem Proton ist von dieser Größe aus gesehen ungefähr 9600 Meter weiter da oder da. Also immer im Radius 9600 Meter entfernt ist die Phasengrenze, an der sich die Strahlung, die anonyme Frequenz ist, das ist eine Vibration. Ja? Das Proton zerfällt nicht, habe ich ja schon gesagt. Das strahlt, weil es 18 solcher U-Atome, solcher Herzen. Ich sage zu diesem Ding da mittlerweile, das ist das Herz Gottes, wenn man es mal sich naturwissenschaftlich exakt bauen würde. Ja? Dann ist es das da. Darum kann man also erklären, wenn man diese 192 Herz von Protonen, was 80 Stück davon sind, umrechnet in eins davon, dann kann man auf die 432 Hertz kommen. Das ist dann das A. Manche ist zufällig, auf, nicht zufällig, gewollt und absichtlich auf 432 Hertz bestimmt, statt 440, wie es seit 1939 sozusagen die Normfrequenz ist. Und jetzt kommen wir zu so abgefahrenen Sachen, die ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr bringen kann, ist auch egal, jetzt sind es noch 5 Minuten, danke. Das große Abgefahrene daran ist nämlich, ich habe sozusagen einen Schöpferakkord rausgefunden, der steht aus diesem G, das ist dieser Ton hier, oder auch der ist auch ein G, und den Cis. Das F. Und dann hört es sich auch so an. Diese drei Töne. Das hier ist das Elektron. Oder die Elektronenphasengrenze, ja, die Reibung. Das hier ist das, die Skalarbe, der Raum zwischen dem Atom und seiner Phasengrenze. Und das hier ist das Proton, die Einzeldinger. Und wenn es so einen Schöpferakkord geht, auf dem das ganze Universum aufgebaut ist, auch die drei Chakren, Wurzelchakra, Herzchakra, Kronchakra, hat alles drei miteinander Erde zu tun. Ja? Wurzelchakra, Erde uns selbst dreht, Herzchakra, diese Erde, die sich uns selbst dreht, umfahren Sonne noch herum, und Kronchakra, Präzisionsgleiche. Platonisches Jahr, 25.921 Jahre, bis diese beiden Achse, die Magnetachse und die Drehachse, einmal zu Ende geschrieben haben. Ja. Ich bin auch dann die drei Tage jetzt hier, wir können uns noch viel unterhalten. Ich würde trotzdem gerne mit dem Song noch abschließen. Würde das gehen? Ja, super. So, das ist ein sanftes Lied. I am that I am. Feel free.
mir dein Lieblingsgedicht. Und schau mich an mit deinem Lieblingsgesicht und verstecke deine Gestiken bitte nicht, sondern erlebe deine Liebe. Ich bin, der ich bin, fühl dich frei zu sein, wer du bist, fühl dich frei zu sagen, ich bin, der ich bin, fühl dich. Andreas Glauber, also wie gesagt, wenn ich so Chemie oder Physik arbeiten dürfen, hätte es richtig Spaß gemacht. An dich kurz die Frage, ich habe vernommen, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern seid ihr von Bremen nach Lindenmarkt. Ja, sehr genau. Das war ganz spannend, weil wir haben gestern Abend das erste Mal Bremer Regionalfernsehen in der Aufzeichnung, wo ich Podcast war, ja, als alleiniger Podcast. Was dann in neuen Regionalländern in Nordrhein-Westfalen ausgestrahlt wurde, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ja? Und deswegen habe ich das auch nicht genommen, weil hier wollte ich auch sein heute Morgen, heute Mittag um 12. Und dann sind wir heute auch die Nacht durchgefahren. Also machen wir das da eben halt. Ja? Super, wunderbar. Nochmal einen großen Applaus für Andreas Körber, der singende Wissenschaftler. Vielen Dank. Wir sehen uns dann 20 Uhr hier nochmal auf dem Polen. Ja, freue mich. Dankeschön. Thank you.
see that you don't.